meine Leute, willkommen zu dem dritten Part Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Ja, wir sagen mal, Spiel beginnen. So. Servus Jungs, was hast du? Ach genau, ja, das haben wir schon im letzten Part gehabt. Ein Sprung gegen die Ausrufebox startet den Kran. Mit dem Kran können wir die Ladung wegräumen. Was? Wer? Was? Wer stellt denn ausgerechnet hier Ladungen in den Gong? Wieso wir jetzt auf das Oberdeck kommen? Ja gut, dann Trühold. Ja gut. Oh, der Korn hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Da kann er sich ja gleich im Ausguck nützlich machen. Ja gut. Ranzigkeit. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Königreich Bodenland. Verstanden. Abtreten. Los, Luigi. Warum, du brauchst nicht gleich die Augen verlieren. Ha! Was ist denn da oben los? Wer schießt denn da? Ah, was ist das? Oh! Um es mit mir, Luke Miller, aufzunehmen, fehlen dir mindestens 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Diebin, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Beneidenswerter böser Plan. Das ist sie? Oh, ja gut. Genau. Ich muss jetzt im Bodenland neue Stadt, Schandtaten vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Boah, Alter. Krankfried, erledige das. Hier geblieben! Warum Krankfried? Ich bin Krankfried! Oh, der Lieblingsschüler von Luke Müller. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr wegen der Stimme so einen Aufstand macht. Da bekommt das doch viel besseres Hassesse. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorgesehen. Oh. Steh mal wieder auf, hallo? Und jetzt soll ich! Conny ist wohl eine gute Autorin hinlegen. Hey, wie ist das eine gute Idee? Au, scheiße, das war die falsche Taste. Ich will jetzt wohl einen Doppelangriff machen. Ja, könnt den Kerl ausweichen. Ja, jetzt hat. Ich will jetzt auch Treffer, C-Fix. Na, warte. LOL. Na warte! Oh, hoppla! Ach, fuck it. Ach, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste erwischt. Jetzt kann ja wieder was werden hier. Schon gescheit, aber ich kann keinen Doppelsprung machen. Ich dachte, man konnte. Hoppla! Ich hatte mir schon gedacht, dass sowas. Bei Fuß! Ja! Genug geredet. Es geht doch auch ein
Feuer frei! Absturz! Oh. Sergeant, eine Explosion. Sofort überprüfe. General, Suspektobjekte entdeckt. Suspekt ist... Was? Schnell, zur Abschnittstelle. Alarm, Alarm. An der bodenländischen Grenze. Lol, was ist mit dem... Was ist denn da mit dem in der Ecke? Oh. Ja gut, habe ich gesagt. So, polnische Grenze. Konntest du nicht mal gescheit hochspringen? Boah, Alter, jetzt bitte. Boah, jetzt. Das versteht meine Tastatur nicht. Ach, scheiße. Ist eh nichts da. Speichern und wähle. Sternschnuppenfeld. Absturzstelle. Gut, gut. Oh, was ist mit dem passiert? Der Kupferchat zerstört. Da war er doch noch längst noch nicht abbezahlt. Man muss die Versicherung ran. Findet Bowser und rettet ihn. König Bowser ist auf der anderen Seite der Grenze abgestürzt. Wie willst du das sehen? Du hast doch nur noch Kreuzaugen. Oh, Servus. Oh, was für eine seltene Erde. Das ist doch Mario und Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beide auf der auf einer Reise? Ihr wollt vorbei? Aber ihr wisst bestimmt, dass hier die Grenze des Pilzkönigreichs ist. Wir können euch hier nicht passieren lassen, bevor ihr uns nicht Sprünge zeigt, die eurem Ruhm entsprechen. Wie wäre es mit einem kleinen Grenzsprung? Wow! Da war... Besser mit selber. Die Regeln sind einfach. Springt, damit ihr die Grenzlinie nicht berührt. Ihr springt so lange, bis die Fahne im Hintergrund die Spitze des Mastes erreicht hat. Wenn einer von euch dreimal das Spiel berührt, habt ihr leider verloren. Bevor es ernst wird, üben wir erstmal. Gut, Mario, mit A springst du. Sehr schön. Jetzt du, Luigi, spring mit B. Sehr schön. Jetzt Mario, spring über das Seil. Alter, ganz schlecht. Los, neuer Versuch. Wirklich sehr gut. Jetzt springt Luigi über das Seil. Wirklich sehr gut. Und jetzt Mario, Luigi versucht das zu zweit. Wirklich sehr gut. Dafür sollte ich mir die Tastatur an das... Ah, ich war schon wie. Scheiße. Jetzt steht sie natürlich falsch herum. Das ist jetzt scheiße. Und jetzt wird's ernst. Wie wär's mit einem kleinen Grenzsprung? Ja. Scheiße. Boah. Bastarde. Nein! Boah, Alter. Sagst du, das ist scheiße. Nein! Das ist doch Scheißdreck. Das ist ein Scheißdreck, ist das. Noch einmal, ja.
Boah. Jetzt täuschen sie an, das ist scheiße. Boah. Fantastisch, das war wirklich unglaubliche Sprünge. Jawohl, Level Up! One Up. Ab hier seid ihr im Bodenland. Passt gut auf euch auf. Boah, Alter! Aus- und Tastatursteuerung. Moment noch! Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Nehmt das hier als Andenken. Karte von Bodenland erhalten. Mit einer Landkarte fühlt man sich in einem fremden, in der Fremde gleich sicherer, oder? Öffne das Menü mit Select, um die Karte anzusehen. Ah, Tatsache. Ich würde mal sagen, das ist die Burg. Das ist ein Berg, das ist auch ein Berg. Das scheint ein Wald zu sein. Das ist ein Flugfeld. Das sind Wasserbäume. Normen. Ah, schau mal. Wow. Das hat... Oh, wo ist das? Na gut, da kann ich halt nur so hingehen. Ach, das sind wahrscheinlich so Schnellreiseröhren. Aktuelle Sternschnuppe. Schwere Versäumnisse zur Sternfeldverwaltung. Stachelschnuppen zur Grenzsicherung scheinbar leicht zu überqueren. Ha! Tut man mit Laufen erst A und danach B, kann man die Grenzanlage springend überwinden. Umgehende Maßnahmen zur Grenzsicherung erforderlich. Ach so. Bist du jetzt zu bescheuert zum Springen oder was? Okay, es liegt aber auch an der Steuerung. Weil Y ist A und X ist B. Ich könnte das natürlich umstellen, aber. Und das ist linke, und A ist, glaube ich, linke hintere Taste und. Oh. Oh, no. Ich spring doch! Vielen Dank! Warum war das jetzt kein... Nein, eigentlich. Toll! Aber Glückssprung! Das mit den Erstangriffen muss ich noch üben. Aber das war's wieder mit dem Part. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.